Vielen herzlichen Dank für die nette Begrüßung und auch vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich habe mich natürlich sehr gefreut, auch in diesem Kreis von Fachdidaktikerinnen, wo ich ja oftmals nicht so nah dran bin, gerade an dieser Gruppe, Professionsgruppe. Und daher freut es mich ganz besonders und hoffe ich, dass ich Ihnen Impulse geben kann. So, jetzt möchte ich meine PowerPoint aktivieren und hoffe, das geht auch gleich. Ist sie schon sichtbar für die anderen? Noch nicht. Ist das für mich freigegeben? Ja, Sie sollten die Rechte haben. Ja. Okay. Frau Herzog-Munzenberger, sind Sie über die Zoom-Applikation eingestiegen oder noch über die virtuelle Expo-App? Ich bin über die, über den Link, den mir der Herr Koller empfohlen hat, eingestiegen. Sehen Sie ungefähr? Zoom-App. Bitte? Das ist schon richtig. Das ist schon richtig. Gut, vielleicht können Sie mir noch einen Tipp geben, wie ich das jetzt aktivieren kann. Ja, bitte im unteren Bereich des Bildschirmes sehen Sie im Normalfall einen grünen Button, der heißt Bildschirm freigeben. Ja. Eine Werkzeugleiste, da bitte draufklicken. Und wenn Sie nur einen Bildschirm haben, wählen Sie dann dort diesen und ich glaube, er startet auch schon durch. Wunderbar. Jawohl. Wunderbar, sieht man es. Und Sie können die Bildschirmpräsentation jetzt noch starten und dann ist das perfekt. Mhm. Danke. Ja, vielen Dank. Ja, dass es gelungen ist. Ja, und damit möchte ich auch anschließen an den beeindruckenden Vortrag von gestern und gerade das Thema der Bildungsverantwortung in den Mittelpunkt rücken. Es ist ja diese Transformation der Gesellschaft, die uns so stark beschäftigt, die wir erleben. Und zur Themenübersicht habe ich mir überlegt, dass ich einen Teil zur gesellschaftlichen Transformation zuerst machen werde. Ich bin ja seit langer Zeit beschäftigt mit Migration und Vielfalt im schulischen Kontext, im gesellschaftlichen Kontext und werde da einige Schlaglichter darauf werfen und auch auf die Kompetenzen von Schülerinnengruppen und im zweiten Teil die Bildungsverantwortung in der Transformation eben in Bezug auf diese Vielfalt der Schülerinnengruppen herausarbeiten mit dem sprachsensiblen Fachunterricht, mit der Mehrsprachigkeit, mit der soziokulturellen Responsivität und nicht zuletzt dann Kohärenz und Durchgängigkeit dieser Zugänge abschließend als wichtig hervorzuheben. Worum geht's? Kurz gefasst für Fachdidaktikerinnen. Ich habe mir gedacht, das ist ja eine spezifische Gruppe, die ganz besonders an ihren Fächern der Vermittlung dieser Fachinhalte und schließlich und endlich den Leistungen, die da den Lernerfolgen, die die Schülerinnen erreichen können, interessiert ist, mehr als jeder andere, kann man sagen. Und kurz gefasst würde ich sagen, worum geht es bei all diesen Überlegungen? Es geht darum, dass mehr Schülerinnen ihrer Klassen den Lernstoff besser verstehen. Also wenn Sie mir erlauben, das auf diese ganz basale, auf dieses ganz basale Ziel herunterzubrechen. Zuerst möchte ich Sie noch auf eine kurze Reise mitnehmen. Es geht um Migration, also die Bewegung von vor allem, womit wir uns ja auch beschäftigen, Menschen, aber wir wissen auch, Tiere migrieren, Pflanzen, vor allem Ideen, Konzepte migrieren. Und so möchte ich ein bisschen auch außerhalb Österreich schauen und die Verbindung zu Österreich in Erinnerung rufen. Hier sehen Sie etwa Peru 2019,
25. Juli, das ist der alljährliche Kolonistentag. Da wird gefeiert, dass Österreicherinnen vor 160 Jahren sich angesiedelt haben in diesem Tal in Peru und heute noch dort leben, also ihre Nachfahren natürlich in fünfter Generation, und ihre österreichische Kultur hochhalten, pflegen. Zum Teil, das ist natürlich auch eine touristische Frage, wie so oft, aber bitte, dieser Gedankenaustausch, dieser Gedankenanstoß, dass Sie diese Verbindungen auch herstellen, wenn wir über Migration sprechen, dass auch diese Auswanderung von ÖsterreicherInnen und deren Verlauf sozusagen auch ein bisschen in den Blick kommt. Zur Auswanderung weit, dass vielen Leuten ist nicht bewusst, dass es sehr große Auswanderungswellen auch aus Österreich gab. Also der österreichische Teil der österreichisch-ungarischen Monarchie erlebte zwischen 1867 und 1910 eine Auswanderung von etwas unter 2 Millionen Menschen. Das wissen wir deshalb, weil in den Auswandererhäfen Bremerhaven und Hamburg diese Menschen registriert wurden. Viele von ihnen, circa ein Drittel, konnte nicht unterschreiben, weil sie mit dem Daumenabdruck unterschrieben haben. Sie waren also noch nicht vollständig alphabetisiert. Und wenn wir auf Deutschland schauen und die Auswanderung aus Deutschland in die USA, so waren das 5,5 Millionen Menschen im 19. Jahrhundert und an der Wende zum 20. Jahrhundert die größte Einwanderergruppe in den USA. Man denkt oft gerne an erfolgreiche Beispiele von Auswanderung. Frank Stronach und Arnold Schwarzenegger, brauche ich nicht viel dazu zu sagen, sind zwei Beispiele. An andere weniger erfreuliche Beispiele denkt man nicht so gerne, was ja besonders im Westen Österreichs bekannt ist, aber in anderen Teilen weniger. Es gab lange Zeit die Pendelmigration von Kindern als Arbeitskräften ins Schwabenland aufgrund bitterer Armut in Tirol und Vorarlberg und benachbarten Gebieten haben Eltern ihre halbwüchsigen Kinder eben zu Fuß losgeschickt, um dort saisonal zu arbeiten und eben nicht der Familie zur Last zu fallen oder eben einfach nicht an Unterernährung zugrunde zu gehen. Wenn wir an solche Beispiele denken, können wir viele Ähnlichkeiten zur heutigen Situation herstellen, wenn wir an unbegleitete minderjährige Flüchtlinge denken, etwa im 21. Jahrhundert, oft aufgrund bitterer Armut, Bedrohungen durch Gewalt und so weiter, schicken Eltern oder ganze Verwandtschaften ihre Kinder oder halbwüchsigen Söhne nach Europa und anderswohin, um Geld zu verdienen und eine bessere Zukunft aufzubauen. Also warum ich diese Beispiele jetzt bringe, ist, weil wir Menschen in Geschichten leben, weniger in Daten und Fakten, sondern die Daten und Fakten müssen immer eingebettet sein in Erzählungen, die sozusagen den Sinn aus den Daten und Fakten generieren. Und es ist sehr wichtig, welche Geschichten wie erzählt werden und welche Verbindungen hergestellt werden zum eigenen. Also das eigene und das Fremde, das ja ein Hauptthema da ist, ist ja etwas, das man bearbeiten kann durch die Art, wie man Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft imaginiert und eben erzählt. Und das ist ja eine wichtige Aufgabe sozusagen jeder Lehrkraft, Gegenwart und das, was stattfindet in der Schule und in der Gesellschaft, zu rahmen. Ein paar Daten und Fakten in Geschichten. Sie sehen hier links diesen Ausspruch, we are here because you were there. Also wir haben ganz viel Migration einfach deshalb, weil wir eine 500-jährige
Kolonialgeschichte europäischer Länder in der ganzen Welt haben. Es wurden dann nach dem Zweiten Weltkrieg eben Dutzende von neuen Staaten unabhängig von den Kolonialmächten, und das war oft gekennzeichnet durch Gewalt, Krieg und verschiedene sehr schwierige politische Entwicklungen, aber auch heute die weltwirtschaftlichen Bedingungen, die durchaus vom globalen Norden oder auch den westlichen Ländern, wenn man so nennen will, ausgehen, führen dazu, dass es einen großen Druck zur Auswanderung gibt. Aber es wurde auch angeworben, und viele der Studierenden, der Lehramtsstudierenden heute wissen das gar nicht mehr, dass Österreich, ja, so wie viele andere westeuropäische Länder in den 60er Jahren, ganz verzweifelt nach Arbeitskräften in Südeuropa, in der Türkei zum Beispiel, in Nordafrika, Marokko, gesucht hat und gefunden hat. Und hier sehen Sie für Tirol, ich arbeite derzeit an der Universität Innsbruck, eben die Tageszeitungsausschnitte: Arbeitskräftemangel hemmt Wohnungsbau, Bekleidungsindustrie braucht Fremdarbeiter. Also das sind die Gründe, warum wir heute Vielfalt in den Klassenzimmern haben, die zweite, dritte Generation sehr oft. Aber nicht nur die Geschichte der 1960er, 70er, 80er Jahren, sondern auch die heutige. Wenn wir uns das Titelblatt von der Presse vom Dienstag anschauen, da war die Schlagzeile: Tausende Pflegebetten wegen fehlenden Personals gesperrt. Also gibt es wieder Anläufe, Pflegekräfte in unterschiedlichen Ländern vermehrt anzuwerben. Ja, Bildungsverantwortung im 21. Jahrhundert nimmt dann also die Frage ernst: Wer sind denn meine Schülerinnen, die Schülerinnen in den Klassen, die ich unterrichte? Und hier möchte ich dann die Vielfalt der Sprachen kurz zeigen, beziehungsweise auch die Entwicklung, sodass die Dringlichkeit dessen, was ich dann später veranschaulichen werde, ein bisschen anhand von statistischen Zahlen besser vorstellbar wird. Wir sehen, dass über alle Schulen hinweg im Jahr 2018/19 ein Durchschnitt von knapp 27% an Schülerinnen eine andere als die deutsche Sprache im Alltag verwendete, meistens im familiären Zusammenhang. Das kann auch die erste Sprache, die sie gelernt haben, sein, muss aber nicht. Es gibt ja auch zweisprachig aufwachsende Schülerinnen und Schüler. Und wir sehen rechts von der allgemeinen Durchschnittszahl in den Schultypen unterschiedliche Anteile. In der Volksschule, wo wir das Anwachsen zuerst wahrnehmen können, sind wir bei 31%. Also es wird im Laufe der Zeit jetzt jede dritte Schülerin im Durchschnitt mehrsprachig sein. Wir sehen auch in der AHS, dass jede fünfte Schülerin, jeder fünfte Schüler in der Unterstufe und auch ganz knapp mit 19% unterhalb in der Oberstufe mehrsprachig sind. Die Veränderung, die wir wahrnehmen sollten, ist durchaus bemerkenswert. Also wir haben innerhalb von 10 Jahren ein Anwachsen um 10%, also jährlich circa 1%. Das bedeutet, wenn wir Bildung weiterhin und noch mehr erfolgreich, also als Institution Schule, durchführen wollen, vermitteln wollen, müssen wir uns intensiv mit dieser Tatsache auseinandersetzen. Jetzt werden einige Leute sagen: Naja, das ist vielleicht in Wien so, aber bei uns ja weniger. Viele von Ihnen unterrichten ja auch im städtischen Milieu in anderen Bundesländern, und so wissen Sie, dass das sehr stark mit Urbanität und Ruralität zu tun hat, wie groß die Anteile wirklich sind. Also wir sehen hier an dieser Statistik, die aus 2015 stammt, wo im Durchschnitt in Wien, und das ist jetzt die Volksschule wiederum mit 56%, mehr als die Hälfte der Schülerinnen
mehrsprachig waren und eine andere als die deutsche Sprache im Alltag häufig verwenden, aber auch in anderen urbanen Räumen wie Linz, Wels, Salzburg-Stadt sind wir an der Hälfte ungefähr und etwa in Innsbruck oder Graz über einem Drittel. Lediglich in kleinen Ortschaften, die eben dünn besiedelt sind, die unter 3000 Einwohner circa haben, da sehen wir Werte, die vielleicht zwischen 5 und 10% liegen. Ja, wenn wir nun auf die Klassen selbst, die Zusammensetzung schauen, so interessiert uns, wie die Verteilung ist. Ich möchte hervorheben, dass, wenn wir rechts die Grafik anschauen, sehen, dass mehrsprachige Schülerinnen zu einem relativ großen Anteil, also mehr als die Hälfte, in Klassen sind, wo bereits mehr als die Hälfte der Schülerinnen mehrsprachig sind. Das ist an und für sich kein Problem. Das ist nur dann ein Problem, wenn das verknüpft ist mit also Deutschkompetenzen, die noch in der Entwicklung sind und ein sozioökonomischer Hintergrund, der zu Bildungsbenachteiligung führen kann und sehr oft führt im österreichischen Kontext. Damit wir das in den internationale Sichtweise einordnen können, habe ich hier noch eine Darstellung der 15-Jährigen aus der PISA-Testung 2015, Österreich mit 21%, ganz knapp hinter den traditionellen Einwanderungsländern USA, Australien, Neuseeland, Kanada, davor die Schweiz, traditionell ein sehr beliebtes Einwanderungsland, hohe Löhne, aber auch großer Bedarf und ganz links dann Luxemburg. Damit wir auch die aktuelleren Zahlen hier sehen, habe ich eingeblendet 2018, da sind wir bei 22,7%. Also ist im Dreijahresverlauf ein Anstieg um ca. 2% gewesen. Was uns interessiert sind, okay, das sind die Zusammensetzung, aber was schaut raus sozusagen, was sehen wir bei den Kompetenzen der Schülerinnen? Wir sehen große Unterschiede entlang sozialer Differenzlinien. Was bedeutet das? Es gibt unterschiedliche Differenzlinien und da sei Gender als eines genannt. Wir wissen, dass ja bei Mathematik Mädchen und Buben einen doch noch immer signifikanten Kompetenzunterschied haben. Aber es gibt auch andere soziale Differenzen, die wirksam sind. Das ist etwa Bildungshintergrund der Eltern, berufliche Position, Einkommen, oder auch Migrationshintergrund oder auch gesprochene Sprache zu Hause. Da ist natürlich die Frage, wie sind die Ursachen, wie sind die Prozesse, die zu diesen Ergebnissen führen. Und hier möchte ich Ihnen jetzt kurz einige Ergebnisse von Analysen zeigen der Bildungsstandardsdaten. Wir haben hier Mathematik in der 8. Schulstufe aus 2012 und bald werden wir die 2017er auch im Vergleich ausgewertet haben, nach Sprachgruppen ausgewertet. Was Sie hier sehen, sind die Leistungsmittelwerte in den Bundesländern nach Schulstandorten in bestimmten Gemeinden, Gemeindegrößen. Und Sie sehen da relativ große Unterschiede. Wenn wir jetzt physisch zusammen wären in einem Raum, würde ich gerne fragen, haben Sie eine Idee, womit das zusammenhängen kann? Diese doch recht markanten Unterschiede, die ja durchschnittliche Lernfortschritte von zum Teil mehr als 2 Jahren kennzeichnen. Dazu gesagt sei, wenn Sie sich orientieren wollen, das sind jetzt nur Zahlen, nicht jeder hat im Kopf, was die BIS-Daten sozusagen aussagen, der Gesamtdurchschnitt der Schülerinnen
die angegeben haben, nur Deutsch zu sprechen. Also ich habe nach den Sprachgruppen ausgewertet, war 551 und Sie sehen da in manchen Sozialräumen, Schulstandorten haben wir wesentlich höhere Werte, etwa hier Klagenfurt 595, die mehrsprachigen Schülerinnen, die zu Hause auch Polnisch sprechen, sehr hohe Werte, oder auch Linz und Wels mit 586 Punkten, aber auch niedrigere Werte. Ähnlich ist es bei Englisch, das war dann 2013, es war 2013 die Testung in der 8. Schulstufe, und da hatte etwa die Gruppe, die zu Hause mehrsprachige Schülerinnen, die zu Hause Ungarisch sprechen, einen Durchschnittswert von 531 Punkten erreicht. Die nur deutschsprachigen Schülerinnen haben 526 Punkte im Durchschnitt erreicht. Sie sehen aber auch wieder Leistungsspitzen, hier wieder Klagenfurt mit 588 oder Graz mit 586 Punkten. Also das können relativ kleine Gruppen sein von Schülerinnen, weil das nicht repräsentativ, sondern Vollerhebung ist und daher sozusagen die tatsächlichen Schülerinnen hier abgebildet sind, so wie sie getestet wurden. Was ich Ihnen aber besonders auch zeigen will, ist, dass wenn wir die nur deutschsprachigen Schülerinnen anschauen, sehr starke Muster sehen nach Gemeindegrößen, Schulstandorten in Gemeindegrößen. Und da fragt sich ja, warum ist es denn so, dass im Durchschnitt in den großen Ballungsräumen die Leistungen hier jetzt wieder Mathematik 2012 doch wesentlich höher, also wie gesagt Lernfortschritte von 1 bis 2 Jahren im Durchschnitt wesentlich höher sind als in Schulstandorten in kleinen Gemeinden. Und nachdem wir nicht viel Zeit haben, im Englischkompetenz 2013 war es noch etwas stärker, dieser Effekt, möchte ich gleich zur Auflösung kommen. Das hat sehr wesentlich mit dem Bildungsabschluss der Eltern, und hier habe ich mir insbesondere die Mütter angeschaut, mit dem höchsten Bildungsabschluss zu tun. Warum stelle ich Ihnen diese Befunde vor? Es zeigt, dass Schülerinnen und Schüler sehr unterschiedliche Ausgangsbedingungen haben, die eben im österreichischen Schulsystem, wie wir das aus den internationalen Vergleichen wissen, relativ starke Auswirkungen haben auf die Lernerfolge. Die Frage ist nun, kann man da gegensteuern? Was gibt es für Möglichkeiten? Also Sie sehen hier eine Analyse der Erwachsenenbevölkerung Österreichs nach sozialen Milieus. Ohne ins Detail gehen zu wollen, soll es Ihnen vermitteln. Es gibt eben sehr unterschiedliche soziale Milieus in der österreichischen wie in jeder arbeitsteiligen Gesellschaft der Moderne. Und das hat mit der hierarchischen Schichtung der Arbeit zu tun, die mit unterschiedlichen Bildungsvoraussetzungen zu tun hat, unterschiedlichen Einkommen und dergleichen. Und die Schule ist sozusagen der Ort, wo Kindern aus allen Milieus die Chance gegeben werden soll, ihre Potenziale möglichst weitgehend zu entwickeln. Die sozialen Milieus der zugewanderten Bevölkerung, haben wir keine Analyse für Österreich, sondern für Deutschland in dem Fall, ist ähnlich. Es gibt ein paar Spezifitäten, die Sie hier sehen können, aber im Grunde auch eine ähnliche Verteilung. Ja, Sprache, jetzt sind wir beim Thema angelangt, letztendlich Sprache als Mittel zu verstehen und Sprache als wesentliche Hürde für das Verstehen. Und das ist ja das Problem, das wir bearbeiten wollen. Hier sehen Sie, Josef Leisen ist einer der Doyens des sprachsinnigen Fachunterrichts, der sehr gute Unterlagen erstellt hat, und hier sehen Sie eine, die ich besonders gelungen finde, wo er eben Gedankenblasen, die Schülerinnen und Schüler in einer Klasse sich möglicherweise machen, Gedanken, wenn die Lehrperson eine Frage stellt,
die er hier darstellt. Also Schülerinnen und Schüler denken, erstens, ich verstehe die Frage nicht. Zweitens, ich weiß es eigentlich, aber ich traue mich nicht. Die andere denkt, naja, ich muss noch überlegen. Ein Schüler sagt zu sich selbst, ja, ich verstehe gar nichts. Der daneben meint, ach, da traue ich mir aber nicht, ich kann das nicht richtig aussprechen. Der vordere Schüler links denkt, ja, ich verstehe das zwar, aber mir fehlen die geeigneten Wörter. Und rechts vorne ein mutiges Mädchen oder ein Junge, das kann ich jetzt gar nicht so genau sagen, sagt, ja, ich kenne das und ich versuche es auch auf Deutsch zu sagen. Ja, wie geht es jetzt der Lehrperson auf der gegenüberliegenden Seite? Ein Chemielehrer wird hier dargestellt, der sagt, die verstehen mich nicht und ich verstehe sie nicht. Wie kann ich Chemie beibringen, wenn die kein Deutsch können? Wieso muss ich mich um Sprache kümmern? Ich bin doch Chemielehrer und kein Deutschlehrer. Muss ich jetzt auch noch Deutsch unterrichten? Was soll ich machen? Die kämpfen mit dem Fach und mit der Sprache. Was kann ich tun? Gibt es denn keine Lehrbücher dafür? Die verstehen die Texte ja nicht. Wie kann ich da den Stoff schaffen? Und woher nehme ich die Zeit? Wie soll ich das bloß schaffen? Ich habe doch kein DAZ, also Deutsch als Zweitsprache, studiert. Ja, das österreichische Bildungsministerium hat auf diese Situation, die ja nicht neu ist und die sich ja in den vergangenen Jahrzehnten kontinuierlich entwickelt hat, mit einem Kompetenzprofil für Lehrpersonen und Pädagoginnen reagiert. Und Sie sehen hier, es sind 7 unterschiedliche Bereiche, die angesprochen werden, von linguistischen Grundkompetenzen über die Grundlagen der Sprachstandsbeobachtung, methodisch-didaktische Grundlagen in Deutsch als Zweitsprache, der sprachsensible Unterricht, Sprache im Fach, der sich ja auch an einsprachige Schülerinnen wendet, die aus unterschiedlichen sozialen Milieus kommen, wo es unterschiedlichen Sprachduktus gibt, die rechtlich-organisatorischen Rahmenbedingungen, dann das Thema der Alphabetisierung, das zum Teil auch in den Klassen vorhanden ist, und die interkulturelle Bildung. Ja, warum ist das Ganze so stark überhaupt auf Sprache aufgehängt? Wir wissen, dass die Sprache, die in der Schule verwendet wird, eine Bildungssprache ist, die sich stark an der Schriftlichkeit orientiert und etwas, das man im Alltag in der Mündlichkeit einfach nicht braucht oder kaum praktiziert wird. Nur in ausgewählten Milieus wird nahe, vielleicht näher an der verschriftlichten Sprache gesprochen, aber es wird nie so gesprochen, wie geschrieben wird. Aber es ist aufgrund der unterschiedlichen Sprachverwendung für die Kinder, Schülerinnen und Schüler aus den unterschiedlichen Milieus sehr unterschiedlich schwierig oder leicht, mit den in der Schule geforderten sprachlichen Formen zu Rande zu kommen und überhaupt zu verstehen. Die Lehrkraft, die Lehrperson zu verstehen oder dann auch zu produzieren, nämlich zum Beispiel textlich, schriftlich zu produzieren, was ja eher weniger, in vielen Fächern weniger geübt wird und praktiziert wird, aber bei den schriftlichen Lernstandsüberprüfungen und Schularbeiten und Ähnlichem eben gefordert wird. In der Bildungssprache enthalten sind die Fachsprache natürlich, die symbolische Formelsprache, die Bildsprache, die nonverbale Sprache und das, was wir im Unterricht an Sprache verwenden, wobei, wie Sie wissen, das ja auch sehr unterschiedlich ist und dialektal gefärbt sein kann, wo auch festgestellt werden muss, dass viele Lehrpersonen diese Bildungsverantwortung, würde ich das jetzt nennen, auch noch nicht wirklich im Bewusstsein haben, zu sagen, ich bin Sprachvorbild
um in der Art und Weise, wie ich mich sprachlich ausdrücke, muss ich mich an jenen Schülerinnen und Schülern orientieren, die die meisten Probleme haben, zu verstehen, im Sprechtempo, in den klaren und einfachen Sätzen, in der Art, wie ich neue Begriffe, Worte oder besonders unübliche Begriffe, das müssen jetzt gar nicht unbedingt fachsprachliche oder formelsprachliche Begriffe sein, sondern eben milieubedingt nicht in allen Milieus vorhandene Begriffe, wie ich die erkläre und vermittle. Also die Sprachprobleme sind vielfältig, wie Sie hier sehen, wieder eine Systematisierung von Kollegen Leisen. Es hat diesen Bereich des Wortschatzes und des Weltwissens insgesamt, der das eine große Hürde darstellt, die Sprachrichtigkeit, Flüssigkeit, Komplexität, die Sprach- und Schreibkompetenzen, die Sprach- und Lesekompetenzen. Es ist ganz wichtig, sich immer bewusst zu sein, dass man nicht alles auf einmal erreichen kann und die Schülerinnen und Schüler nicht gleichzeitig richtige Sätze, sehr komplexe Sätze, und die sie dann auch noch flüssig sagen können. Und da geht es ja auch darum, mit Geduld zu arbeiten und auch zu erlauben und diesen Raum zu geben mit Wertschätzung, dass Schülerinnen und Schüler komplexe Sachverhalte zuerst vielleicht in einer Sprache ausdrücken können und sagen können, die in der ja dann ihr Denken, ihr komplexes Denken geformt ist, falls den Schülerinnen und Schülern das angenehm ist, die eben nicht deutsch ist, und dann im zweiten Anlauf, im zweiten Schritt, das in der deutschen Sprache zu formulieren. Hier sehen Sie die drei zentralen Prinzipien des sprachsensiblen Fachunterrichts, dass in den Aufgabenstellungen Darstellungsebenen und Formen gewechselt werden, dass die Sprachanforderungen knapp über dem individuellen Sprachvermögen sind. Und hier bei den kalkulierten sprachlichen Herausforderungen ist es natürlich besonders herausfordernd für die Lehrpersonen, auch festzustellen, wo gibt es sprachliche Probleme, wo gibt es aber inhaltlich fachliche Probleme. Und da eine Übung zu bekommen, dazu bedarf es eben doch eines etwas vertieften sprachdidaktischen Wissens. Und dann Methoden, Werkzeuge, derer jetzt schon viele vorhanden sind und mit denen man sich behelfen kann, wo es schon sehr viele schöne Beispiele gibt. Ich weiß auch, dass Kolleginnen unter den Zuhörerinnen und Zuhörern sind, die das bereits praktizieren. Ja, aufgrund der Zeit möchte ich hier einige Folien überspringen, die Sie auch gerne nachschauen können. Was mir noch ein großes Anliegen ist, ist die Mehrsprachigkeit in der Klasse. Hier ein Beispiel von Hilfen, die digital zur Verfügung gestellt werden in unterschiedlichen Sprachen, nämlich in diesem Fall Binogi heißt diese Lernplattform und App, die für Lehrpersonen und Schülerinnen die Unterrichtsinhalte vieler Fächer der Sekundarstufe 1 aufbereitet hat in kurzen Lernvideos und Quiz. Und das Besondere daran ist in diesem Fall, dass man, es ist von Schweden ausgegangen, Anfang der 2000er Jahre, dass man die Sprachen der geflüchteten Schülerinnen, die eben da am häufigsten gesprochen wurden, nämlich Arabisch, Dari, Somali und Tigrinya, hier diese Inhalte aufbereitet hat. Was ganz wichtig ist, das Feedback von den Lehrkräften, die einschätzen, dass der ganze Prozess für die neu ankommenden Schülerinnen und Schüler, hier insbesondere mit Fluchthintergrund, sehr stark beschleunigt wird. Die Schätzung, es könnte sich um ein Jahr Beschleunigung handeln, da sie Unterrichtsinhalte verstehen, trotz der Sprachbarrieren. Und das Schöne an diesem Instrument ist zum Beispiel, sie können sich diese Inhalte etwa
auf Deutsch anhören und auf Arabisch mitlesen oder umgekehrt auf Somali anhören und auf Deutsch mitlesen. Also Sie können das auswählen oder auch auf Englisch, wenn Sie im Deutsch noch ganz am Anfang sind. Und das wird schon sehr stark genutzt, auch in Deutschland, sehr viele Kommunen, die das in den Schulen eben zur Verfügung stellen, auch eben in Schweden. Und soweit ich gehört habe, wird das auch für Österreich überlegt, wie man hier eine gute Lösung finden kann, dass das disseminiert wird und auch breit zugänglich ist. Also Einzelzugänge, individuelle Zugänge sind ohnehin möglich. Ja, Lehrkräfte fühlen sich hier sehr entlastet und das ist doch eines der wichtigen Effekte von solchen digitalen Tools. Ganz kurz auch noch, wir sind in der Forschung auch dran zu verstehen, wie die Nutzung der Familien- und Erstsprachen für die Schülerinnen und Schüler genau funktioniert im Verstehensprozess komplexer Inhalte, etwa in der Oberstufe. Eine Dissertantin an der Uni, die eben genau diese Prozesse untersucht und dieses alles, sozusagen dieser ganze Bereich der sprachlichen Vielfalt, des sprachsensiblen Fachunterrichts, der Mehrsprachigkeit, muss allerdings eingebettet sein in einem Gesamtkonzept, das also ich jetzt hier kulturelle Responsivität nenne. Das ist ein Begriff, der aus dem anglophonen Raum kommt, dort vor allem auch in den USA ungefähr seit 20 Jahren benutzt wird, auch sehr stark in Kanada von der Schulverwaltung, etwa in Ontario, in der Provinz Ontario, auch als wichtige gedankliche Figur mit bestimmten Elementen verwendet wird. Ich sehe jetzt, dass es zeitlich sozusagen, dass ich schon sehr knapp bin, möchte nur darauf hinweisen, die Folien stehen zur Verfügung und ich hoffe, Sie beschäftigen sich dann danach auch noch damit. Abschließend möchte ich sagen, das Professionsverständnis von Lehrpersonen im 20. oder gegen Ende des 20. Jahrhunderts war geprägt von drei wesentlichen Elementen der pädagogischen Kompetenz, der fachlichen Kompetenz und der fachdidaktischen Kompetenz. Im 21. Jahrhundert sollte jetzt unter anderem die sprachdidaktische Kompetenz als wesentlicher Teil des Professionalitäts- und Professionsverständnisses dazukommen. Das bedarf natürlich einer intensiven Beschäftigung damit. Es gibt da aber auch schon viele Hilfestellungen, etwa vom Österreichischen Sprachenkompetenzzentrum. Hier sehen Sie die Website mit entsprechenden Videos oder auch entsprechenden Publikationen. Es gibt auch, weil in Deutschland diese Entwicklung hier schon etwas tiefer und länger heranreift, auch Toolkits für eine Schulentwicklung, die das als durchgängiges Konzept begreift. Und die Durchgängigkeit, die hier gemeint ist, ist auch Schulstufen, schulartenübergreifend und auch in den außerschulischen Bereich hineingehend. Hier sehen Sie von der Universität Hamburg eben den Toolkit Instrumente zur Unterstützung kooperativer Entwicklungsarbeit für eine durchgängige Sprachbildung. Ganz zum Schluss möchte ich noch sagen, ich weiß nicht, wie viele von Ihnen das mitgekriegt haben. Es gibt, wenn es wirklich große sprachliche Schwierigkeiten gibt, etwa auch in der Kommunikation mit den Eltern, kostenlose Video- und Telefon Dolmetschdienste, die Sie durch ein EU-Programm hier zur Verfügung gestellt bekommen und wie Sie sehen, die ad hoc verfügbaren Sprachen, wenn Sie jetzt zwischen 7 und 19 Uhr so einen Dolmetschdienst brauchen, sind schon sehr zahlreich und decken viele der Sprachen, die wir in Österreich hier in der Schülerinnenschaft haben, ab. Wenn es Sprachen sind, die seltener sind, dann wäre es notwendig, dass man sich einen Termin ausmacht
auch wieder zwischen 7 und 19 Uhr. Und dann können Sie das nutzen, das kostet nichts. Die Bildungsdirektionen wissen Bescheid darüber. Und ich hoffe, dass Sie in diesem Sinne mit der sprachlichen Vielfalt unserer Schülerinnen und natürlich auch der kulturellen und sozialen Vielfalt in ihren fachdidaktischen Gruppen entsprechend sich gegenseitig befruchten und verschiedene Entwicklungspläne erstellen. Vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Liebe Frau Professor, ganz herzlichen Dank. Ja, ein Applaus oder Sie können auch gerne hier die Reaktionen nutzen für Ihren interessanten und spannenden Vortrag. Darf gleich noch an Konrad Kreiner auch das Wort übergeben. Vielen Dank. Vielen Dank. Gut, vielen Dank, Barbara, für deinen schönen Vortrag. Wer mit Zahlen und Geschichten gespickt war, und ich glaube, der Hinweis auf die Quellen war sehr wichtig. Michael, wie viel Zeit haben wir für Diskussion, für Nachfragen? Ich würde sagen, etwa 5 bis 10 Minuten können wir gut einräumen. Sie können gerne in den Chat schreiben Ihren Namen. Dann haben wir auch eine gewisse Reihenfolge, falls sich jemand welche zum Wort melden wollen. Und ansonsten kann man auch gerne den Chat nutzen. Ich sehe hier schon einige, die sich ganz herzlich bei Ihnen bedanken für den spannenden Vortrag und Überblick. Die Slides, also die PowerPoint-Folie, die Sie dankenswerterweise bereitstellen, wird man sich auf der IMST-Webseite auch finden können zum Nachlesen. Eine explizite Frage sehe ich im Moment nicht. Wenn so eine noch kommt, bitte nutzen Sie gerne den Chat, dass wir Ihnen das Mikrofon übergeben können. Ich gebe ein bisschen Zeit zum Nachdenken auch gemeinsam mit dem Michael und stelle eine Frage. Und zwar, bitte. Du hast erwähnt, diese drei Aspekte der Sprachrichtigkeit, die Sprachflüssigkeit und die Sprachkomplexität. Und natürlich sind das einerseits unterschiedliche Konstrukte, aber möglicherweise gibt es doch irgendwie Verknüpfungen. Kannst du dazu vielleicht etwas sagen, ein paar Worte? Ja, also da geht es darum, dass ich, wenn ich einen Lernfortschritt bei Schülerinnen und Schülern in einer Dimension sozusagen fokussiere, dass es besser ist, als gleich zu erwarten, ich kann in allen drei Dimensionen sozusagen, wenn ich jetzt will, dass die Schülerinnen und Schüler flüssig spricht, dann möchte ich aber gleichzeitig, dass es komplex ist und dass Satzstellung und alles und Endung und Artikel und alles korrekt ist. Das geht nicht, ja. Also ich meine, das geht, wenn ich dann schon auf einem sehr hohen Niveau bin. Aber das ist ja sozusagen das Endstadium. In den vorigen Stadien muss mir klar sein, dass wenn ich jetzt sage, ich möchte, die Schülerin oder Schüler drückt einen sehr komplexen Sachverhalt in Deutsch aus, dann sollte ich mich nicht enttäuscht zeigen, dass gleichzeitig nicht alle Sachen richtig gesagt werden. Weil die große Leistung war zuerst einmal, einen sehr komplexen Sachverhalt auszudrücken. Ja? Und dazu wieder die Erinnerung, es hilft, es kommt ganz darauf an, und bitte, das ist sehr individuell und das ist ganz wichtig, weil viele Schülerinnen und Schüler können komplexe Sachverhalte nicht in der Familiensprache ausdrücken, weil sie die nicht in einem bildungssprachigen Kontext verwendet haben jemals. Also da wäre das nicht sinnvoll, sozusagen diesen Druck oder diese Erwartungshaltung aufzubauen. Ja? Sag das jetzt auf Rumänisch, aber diese Schülerin hat nie sozusagen unterrichtliche Inhalte in Rumänisch verarbeitet und es fällt ihr deshalb nicht leicht. Aber es kann sein, dass ein anderes rumänisches Kind jetzt aus der Schule, was weiß ich, in der 8. Schulstufe kommt und sehr wohl die ganzen komplexen Inhalte auf Rumänisch ausdrücken kann. Und dann hilft es oft, wenn sie diese Sache in der Sprache sagen, in der es ihnen leichter fällt, also diese gedankliche Bewältigung, und dann versuchen, vielleicht langsam und richtig, möglichst richtig, Deutsch zu sagen. Ja? Also einfach, dass man das entzerrt, dass man nicht erwartet, okay, alles drei sollte jetzt passieren. Das ist nicht möglich im Lernprozess.
Ja, danke. Mittlerweile sind 4 Fragen eingetroffen. Ich werde versuchen, vielleicht gleich 2 zusammenzufassen. Danke auch an die Teilnehmer für ihre Beiträge hier. Die erste Frage, Sie haben immer wieder ähnliche Ergebnisse und Zahlen sind hier dargestellt worden. Gibt es auch in einem Bereich Verbesserungen wahrzunehmen? Und ich schließe gleich die zweite Frage an. Gibt es auch simultane Übersetzungs-Apps für den Unterricht? Um auf die letzte Frage zu antworten, simultan, also schriftlich, nicht? Also wenn ich ich weiß nicht genau, was gemeint ist, natürlich, was die Lehrkraft spricht, dann simultan in einer anderen Sprache anhören zu können mit Kopfhörer, das kenne ich nicht, aber es gibt viele Translator-Tools, ja, wo man eingeben kann, ja, und dann halt in der anderen Sprache das lesen kann, herauskommt. Das auf jeden Fall. Aber simultan, im Sinne einer simultanen Übersetzung, das kenne ich nicht. Vielleicht gibt es, gibt ja vieles, ja, ich kenne nicht alles. Ja. Ja, vielleicht zu den Verbesserungen noch, ob Sie da ja, an einer... Genau. Also ich muss sagen, wir waren 2012 bei den PISA-Auswertungen sehr erfreut, dass es eine deutliche Verbesserung in der Gruppe gegeben hat, die angegeben hat, die Eltern sind in der Türkei geboren, da gab es einen Kompetenzsprung von über 30 Punkten, was beachtlich ist, ja. Es hat sich allerdings dann nicht so fortgesetzt und das ist immer so, wie soll ich sagen, das Schwierige dann zu erklären, also woran lag es wirklich? Also wir haben natürlich sozioökonomischen Hintergrund, alle möglichen Faktoren versucht zu kontrollieren und draufzukommen, war das jetzt eine Schülerinnengruppe, obwohl das sind ein paar hundert, also das ist jetzt nicht so eine kleine Gruppe, die ganz besondere Merkmale hatte, das konnten wir nicht feststellen. Also war ja kein besser, also höherer sozioökonomischer Hintergrund. Also manchmal ist es ja schwierig auch zu erklären, warum Sachen besser werden. Ich meine, könnte man sagen, wenn es so kontinuierlich fortgeschritten wäre, hätte man gesagt, ja, das Schulsystem hat schon besser reagiert oder auch in den Communities gibt es neue Lernunterstützung und vielleicht in den Medien, die genutzt werden, gibt es neue Anregungen, die für die Kinder und Jugendlichen hilfreich sind. Aber wenn es natürlich dann wieder abfällt, ist es sehr schwierig zu sagen. Auf was ich hinweisen möchte, ist, dass diese zum Teil sehr guten Ergebnisse von mehrsprachigen Schülern von bestimmten Gruppen ja meistens damit zusammenhängen, dass deren Eltern ein hohes Bildungsniveau haben. Ja? Dass wir sehen, dass ja, wenn man die Mütter, die Profile da anschauen, die Bildungsprofile von bestimmten Gruppen, da sind über die Hälfte haben Matura oder Universitätsabschluss. Ja? Also ein höheres Bildungsprofil als in der österreichischen Bevölkerung im Durchschnitt. Dann sehen wir auch ganz gegenständlich, ja, wie einflussreich das ist. Also es ist dann, die Mehrsprachigkeit ist kein Hinderungsgrund. Ja. Wenn die Eltern in einem bildungssprachlichen Register zu Hause kommunizieren, egal in welcher Sprache, ja, wir haben auch diesen Effekt bei zum Beispiel den Familien, die aus dem Iran damals gekommen sind, ja, wie die große Fluchtwelle war vor langer Zeit. Wir haben jetzt eine zweite, dritte Generation, die zum großen Teil Universitätsabsolventinnen sind. Warum? Deren Eltern waren zu einem großen Teil Akademikerinnen, also Ärzte, Architekten und so weiter, also, die aus dem Iran damals gekommen sind. Das heißt also, weder das Herkunftsland noch eine Religion noch eine Sprache hindert. Es hängt sehr wesentlich damit zusammen, wie vertraut Eltern mit schulischem, bildungssprachlichem Kontext sind, ja? und welche Haltungen sie haben. Wobei, da möchte ich schon einschränkend dazu sagen, also es ist nie deterministisch. Es ist nie so, dass ich sage, ich weiß schon, ja, wenn Eltern zum Beispiel keine Chance hatten, in die Schule zu gehen, ja, das gibt es diese Umstände, dass die Kinder nicht erfolgreich sind. Das stimmt nicht. Ja. Es gibt sehr resiliente Kinder, es gibt sehr begabte Kinder, es gibt sehr motivierte Kinder sowieso.
Und es gibt auch Eltern, die selbst nicht die Chance hatten, aber irrsinnig großes Interesse daran haben, alles zu machen, um den Kindern einen Bildungserfolg zu ermöglichen. Das ist natürlich sowieso sehr erfreulich und sehr unterstützenswert. Was diese auch größere Gruppe an Schülerinnen und Schülern angeht, die das zu Hause nicht vorfinden, weil die Eltern beide ganztägig berufstätig sein müssen, sehr erschöpft sind mit mehreren Kindern in einer kleinen Wohnung, das gar nicht leisten können, etc. Also es sind viele Umstände. Ja. Die Frage ist, was können wir da noch leisten und verbessern und an Verantwortung auch übernehmen? Und im Unterricht, und besonders jetzt war ja der Hauptfokus heute, das Sprachdidaktische in der sprachlichen Umsetzung und Verwirklichung, da die Hürden abbauen, würde ich sagen. Angesichts der Zeit werden wir nicht mehr alle Fragen beantworten können, die da jetzt im Chat sind. Vielleicht auf eine, dass wir noch eingehen können. Der hohe Anteil von Kindern mit Sonderschulbedarf hat sicher auch seinen Grund in den sprachlichen Fähigkeiten. Ja, das ist ein sehr schmerzhaftes Thema in dem Sinn, als wir leider noch immer, aber das ist doch unterschiedlich auch in den Bundesländern, Zuweisungen haben, also quasi sonderpädagogischer Förderbedarf, wo nicht genau genug hingeschaut wird, weil wenn es mit der sprachlichen Entwicklung zusammenhängt im Deutschen, ist das ja kein Grund für einen sonderpädagogischen Förderbedarf. Also da gibt es noch durchaus Nachbesserungsbedarf, um wirklich genau hinzuschauen. Also da gebe ich dieser Person, die auf das hinweisen wollte, ganz sicherlich recht. Ja, Ja, vielen Dank. Das Thema ist spannend und lädt ein, zu diskutieren. Leider fehlt uns da die Zeit dazu, vielleicht bei einer anderen Gelegenheit noch oder auch in den Fachdidaktikgruppen. Ich darf mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Und überleiten zum Rektor der Pädagogischen Hochschule der Diözese Linz, Dr. Franz Kepplinger, für ein kurzes Resümee und einen Ausblick auf die nächsten Aktivitäten. Einen schönen guten Morgen aus Linz, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich freue mich, dass Sie heute so zahlreich wieder teilnehmen an dieser Impfstagung. Ich freue mich auch deswegen, wenn ich also jetzt in eigener Sache, nämlich in der Sache vom Impfst, am Anfang etwas einbringen darf. Ich war in den letzten Jahren in sehr vielen Gesprächen dabei, wo es darum gegangen ist, braucht es Impfst noch? Wer jetzt an diesen zwei Tagen wieder dabei war, bei dieser Jahrestagung beziehungsweise bei dieser Fachdidaktiktagung, ich glaube, es ist müßig, über diese Frage noch weiter zu diskutieren. Und wir haben ja auch mit vereinten Kräften und mit wir meine ich jetzt das gesamte Impfsteam, Franz Rauch, Konrad Greiner, Heimo Senger, Frau Orage und der wissenschaftliche Beirat. Also viele, viele Kolleginnen und Kollegen haben hier intensiv daran gearbeitet, Gespräche auch mit dem Ministerium geführt, Ressourcenfragen geklärt, Konzepte geschrieben. Ich bin sehr, sehr froh, dass es uns gelungen ist, hoffentlich, dass dieses Projekt, dieses so wichtige Bildungsprojekt, Innovationsprojekt für die österreichische Bildungslandschaft, für die Schulen, dass das auch in Zukunft sozusagen hier auch die Arbeit weiterhin leisten kann, diese so wichtige Arbeit. Das nur in eigener Sache auch, weil das nicht selbstverständlich ist. Jetzt ein Resümee zu ziehen über diese zwei Tage, nachdem ja gestern, glaube ich, Kollegen und Kolleginnen dabei waren, die heute nicht mehr dabei sind, heute neue Kollegen und Kolleginnen dabei sind. Ich glaube, das Thema selber und die Frau Kollegin Herzog-Bunzenberger hat mir aus der Seele gesprochen, dass wir diesen Bogen sozusagen hier gespannt haben. Gestern Erwin Rauscher mit seinem großartigen Plädoyer, was Schulen sozusagen hier einzubringen haben in ihrer gesellschaftspolitischen Verantwortung, in ihrer gesellschaftlichen Verantwortung, nämlich Zukunftsfähigkeit im sogenannten Anthropozän,
also eine zukunftswerte, eine lebenswerte, eine humane Zukunft zu gestalten, dass sich das jeden Tag auch in unseren Schulen entscheidet, dass hier Lehrer und Lehrerinnen, Pädagogen und Pädagoginnen diese große Bildungsverantwortung haben, die uns aber nicht erdrücken soll, sondern die aus der Hoffnung gestärkt ist. Und ich schließe an die Eröffnungsrede von Antonio Guterres bei der UNO-Vollversammlung an, wo er gesagt hat, also wir dürfen angesichts dieser großen Herausforderungen die Hoffnung nicht aufgeben. Und ich glaube, Bildung ist ja immer mit dieser Hoffnungsperspektive auch verbunden. Und ganz gleich, in welchen Fächern, in welchen Bereichen sozusagen, was hier Schule zu leisten hat, genau diese Verantwortung gilt es wahrzunehmen. Und das kann man gar nicht hoch genug einschätzen, glaube ich, was hier Tag für Tag an unseren Schulen, was hier Lehrer und Lehrerinnen, Pädagogen und Pädagoginnen leisten, um genau das zu tun, nämlich Zukunftsfähigkeit. Und zwar unseres gesamten Planeten, wenn ich es jetzt einmal ganz groß anführe. Also die Sprachfähigkeit, das haben wir jetzt bei der Frau Kollegin Herzog-Bonzenberger ja gehört, die Sprachfähigkeit ist hier ein ganz zentrales Moment auch. Ich erinnere an Wittgenstein, der einmal gemeint hat, die Grenzen unserer Sprache wären auch die Grenzen unserer Welt. Also hier eine offene Welt zu gestalten, braucht Sprachfähigkeit. Der ist das also von entscheidender Bedeutung auch. Also hier dieses kurze Resümee, Bildungsverantwortung wahrnehmen. Und ich ersuche Sie und ich bitte Sie, hier nicht aufzugeben, sich auch wenn the world on fire ist, wie das die Greta Thunberg einmal zum Ausdruck gebracht hat, aber genau dann sollten wir Ruhe bewahren. Genau dann sollten wir diese Hoffnungsperspektive nicht aus den Augen verlieren. Also danke an alle, die hier diese Tagung vorbereitet haben. Konrad Greiner hat es vorhin schon genannt. Ich darf mich also hier anschließen, dem gesamten Team von IMST, meinem Team hier im Haus, der virtuellen PH, also alle, die hier Sorge, Verantwortung tragen, inhaltlich sich eingebracht haben, dass diese Tagung wieder stattfinden kann. Ein kurzer Ausblick, ich habe ja schon gesagt, IMST lebt, es gibt kräftige Lebenszeichen und gute Konzepte und das soll so bleiben. Es gibt für nächstes Jahr bereits einen Termin, bitte sich das schon auch vielleicht vorzumerken, 26. 27. September. Der Ort ist noch in mehrerlei Hinsicht offen, nämlich sowohl, ob es in Präsenz oder virtuell sein wird. Wenn in Präsenz, dann ist Klagenfurt oder Linz einmal angefragt, hier das stattfinden zu lassen. Die Entscheidungen werden dann im wissenschaftlichen Beirat getroffen werden. Inhaltlich ist auch noch offen, auch hier wird sich der wissenschaftliche Beirat, und hier bitte ich auch um Ihre geschätzten Rückmeldungen, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, womit sich die nächste IMST-Tagung bzw. Fachdidaktik-Tagung dann beschäftigen sollte. Also wie gesagt, so viel ist fix, der Termin ist fix und alles andere ist noch offen. Persönlich muss ich ganz ehrlich sagen, nachdem ich ja beide Formate schon erlebt habe, nämlich Präsenz und virtuell, hat vielleicht mit meinem Alter zu tun, aber ich sage ganz ehrlich, virtuelle Formate haben bestimmte Vorteile, aber ich denke, es sollte schon auch bei IMST und auch bei dieser IMST-Tagung eine gute Mischung geben. Ich wäre eher wieder auch nochmal für Präsenz, weil doch manche Dimensionen etwas zu kurz kommen, aber wie gesagt, nichtsdestotrotz, wir haben ja alle die Schulen und Universitäten und Hochschulen, wir haben in diesen letzten 2 Jahren auch gelernt, dass es natürlich hier auch mit Hilfe der Digitalität möglich ist, Bildung zu gestalten. In diesem Sinne ein großes Danke noch einmal an alle und ich darf jetzt noch einen interessanten Fachdidaktiktag wünschen mit interessanten Impulsen und einem guten Austausch. Dankeschön.